Hallo und herzlich willkommen zurück zu Secret Files 3. Ja, in der letzten Folge habe ich einige nervliche Probleme gehabt, weil ich nicht wusste, was ich wie kombinieren sollte und wie das hier überhaupt alles funktioniert. Aber ich hoffe inständig, dass wir uns jetzt Tarzan bzw. Jane-mäßig über diesen Abgrund hinüberschwenken können. Mal schauen. Also schön, dann spielen wir mal Tarzan. Oder besser Jane. Ah! Alles in Ordnung? Ich bin okay, danke. Oh Mann, oh Mann. Ich dachte, ich komme hier nie mehr raus. Gern geschehen. Und? Was denkst du? Was ist mit Max? Keine Ahnung. Aber wenn die sich Max wegen dem hier geschnappt haben, dann können wir nur noch beten. Wieso? Was habt ihr getan? Hat Max dir nichts erzählt? Die Tempelanlage ist ein Jahrtausendfund. Der Traum eines jeden Archäologen. Das Merkwürdige an der Sache. Die Anlage verschwand nicht auf natürliche Weise durch Sedimentation. Nein, sie wurde ganz gezielt zugeschüttet. Und jetzt kommt's. Max hat jede Menge radioaktives Gestein gefunden. Die Strahlung ist zwar nicht gesundheitsschädlich, aber viel zu hoch, um normal zu sein. Wie lässt sich das erklären? Max war der Meinung, dass es was mit dem Untergang des Volkes vom Nabelberg zu tun haben muss. Doch für seine Theorie erntete er nur Hohn und Spott von seinen Kollegen. Also setzte er alles daran, eine bislang nicht freigelegte Stelle zu finden. Falls man dort ebenfalls Radioaktivität nachweisen könnte, hätte er den eindeutigen Beweis, dass die Verstrahlung vor 10.000 Jahren stattgefunden hat. Ein Atomunglück oder sowas? Damals? Ich weiß, eigentlich undenkbar, rein wissenschaftlich gesehen. Aber Max war von der Richtigkeit seiner Theorie überzeugt. Tja, Max kann ziemlich stur sein. Und? Hat er? Hat er was? Na, eine Stelle gefunden, die noch nicht freigelegt war. Nein, aber ich. Das gibt's doch nicht. Was hast du? Dieses Symbol. Ich... nichts. Alles in Ordnung. Wir müssen den Mechanismus finden, der das Tor öffnet. Meinst du, das, was sich dahinter befindet, hat etwas mit der Entführung von Max zu tun? Darauf wette ich meinen Doktor. Schau mal hier. Wow. Beeindruckend. Was sind das denn für Tiersymbole? Keine Ahnung. Einige der Symbole sind merkwürdig und scheinen Fehler in der Darstellung der Tierfiguren zu haben. Allerdings erkenne ich nicht, wie das helfen soll, das Tor zu öffnen. Und wie soll es jetzt weitergehen? Willst du hier rumstehen und auf einen Geistesblitz warten? Archäologie ist nichts für Ungeduldige. Genau diagonal gegenüber ist noch eine Platte, die sich bei Betreten absenkt. Stell dich doch da bitte mal drauf. Also gut. Die hier, denke ich mal, ne? Na also... Das System kenne ich aus der Rikuyu, einer der legendären unterirdischen Städte in Kappadokien. Wir müssen nur noch die Platten in der Mitte abwechselnd betreten. Und du fängst an. Nur noch? Also schön, ich fange mal an. Fragt sich nur mit welcher. Also die in der Mitte scheinen alle richtig zu sein. Die unten sind tatsächlich... Moment, das sind aber nicht alle von unten auch in der Mitte. Der Fisch ist zum Beispiel nicht... Doch, der ist doch in der Mitte. Der ist in der Mitte gleich. Aber zum Beispiel hier unten der Tiger, der hat zwei Schwänze. Der Stier hat nur ein Horn. Die Libelle hat drei und vier Flügel. Also eigentlich sieben. Oh Gott, wie viel muss ich denn davon machen? Also es könnte sein, dass... Schauen wir nochmal eben. Das ist gleich. Der Hase ist gleich. Oh mein Gott, wie viel ist das denn hier bei der Heuschrecke? Zwei. Da unten. Ah, die hat unten zwei Beine mehr. Also ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Stier an. Also falls das Zahlen sind.
War das jetzt richtig oder falsch? Muss ich jetzt... Er hatte gesagt abwechselnd, oder? Hat er eben gesagt abwechselnd? Ich kann nämlich wechseln zu ihm. Ja, wäre ja logisch, weil sie steht dann da drauf, dann ist da drauf entsprechend Ballast drauf. Oh Gott. Dann hier dieser Tiger, der hat da zwei Schwänze. Dann wären wir bei ihm. Da müssten wir jetzt was mit drei finden. Was ist das hier, ne? Ibis, was auch immer das ist. Okay, das scheint richtig zu sein. So, da müssen wir jetzt was mit vier finden. Der. Was ist mit dem Fuchs? Wie sieht der im Original aus? Der hat aber auch drei Ohren. Der hat drei Ohren. Ist der jetzt das nächste oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Oh. Der hat zwei Beine. Ja, diese drei Ohren, die irritieren mich jetzt. Das Wildschwein hat auch einen Makel. Das Wildschwein hat sogar fünf Beine. Fünf Beine. Und der Luchs würde... also nicht Luchs, was ist das hier? Die Echse, die würden dann sechs theoretisch sein. Das Problem ist, ich finde jetzt halt keinen... wirklich mit vier. Aber der Fuchs hat halt auch so eine Verkrüppelung, sag ich mal. Wir probieren jetzt mal den Fuchs aus. Ja, es hat sich nicht zurückgesetzt, oder? So, dann haben wir das Wildschwein auf jeden Fall mit fünf Beinen. Dann einmal wieder tauschen. Was hatte ich eben gesagt? Die Echse, genau. Die Echse mit sechs Beinen. Und ich hatte vorhin ja schon gesagt, die Libelle sieht so komisch aus. Die hat sieben. Gehen wir da mal hin. Wie lange muss man das machen? Habe ich hier irgendwas mit acht? Was ist denn hier noch alles drin? Ach, das hier könnte sein, ne? Zwei. Also drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Genau, die Heuschrecke. Heuschrecke. Haben wir neu? Wow, geschafft. Bin gespannt, was uns da drin erwartet. Wir haben keine neuen. Sieh dir das an. Was ist das? Das ist eine unterirdische Zisterne. Ein Bewässerungs- und Kanalisationssystem, das vor über 10.000 Jahren errichtet wurde. Sensationell! Siehst du dieses Leuchten? Wetten, dass sich das, was ich suche, in dieser Zisterne befindet? Was hast du vor, reinspringen? Quatsch, ich bin doch nicht lebensmüde. Ich müsste irgendwie den Geigerzähler nach unten ins Wasser bringen, um Messungen durchzuführen. Na dann lass dir mal was einfallen. Wen spielen wir denn gerade? Achso, wir spielen ihn, nehme ich an. Messer, Geigerzähler. Also den müssen wir runterkriegen. Okay, kann man hier... Ja. Lange, dünne Wurzeln. Man könnte, hoffentlich. Wobei mit Wurzeln, das ist so eine Sache, ne? Da fällt das Ding nachher runter. Aber gut, wir sind ja hier die mit Wänschen. Die langen, fasrigen Wurzeln lassen sich prima am Geigerzähler festknoten. Reicht uns das schon? Können wir den jetzt hier... Die Wurzeln sind lang genug und der Geigerzähler ist fest angebunden. Ich denke, ich kann eine Messung riskieren.
Ich wusste es. Der Geigerzähler schlägt aus. Dieser Ort ist seit mehreren tausend Jahren unberührt. Das beweist, dass die radioaktive Strahlung von damals stammen muss. Aber wie ist das möglich? Woher soll ich das wissen? Zumindest könnte das die Erklärung sein, weshalb das Volk alles zurückgelassen hat. Wir sollten uns hier nicht länger als nötig aufhalten. Zu gefährlich. Ich habe meinen Beweis. Lass uns verschwinden. Kümmern wir uns um Max. Wir müssen schleunigst weg. Die werden sicher bald auftauchen. Wie du meinst. Psst, hörst du das? Scheiße. Das müssen sie sein. Schnell, zum Wagen. Weißt du, wer die sind? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass sie hinter uns her sind. Warum hat Max sich mit dem Volk vom Nadelberg beschäftigt? Frühgeschichte ist doch gar nicht sein Gebiet. Gute Frage. Er hat sich übrigens auch noch für andere untergegangene Kulturen interessiert. Antworten findest du in seinen Unterlagen. Es rannt voll die Kiste im Kofferraum. Hier raus. Verdammt, der Gurt klemmt. Oh, natürlich, das musste ja so kommen. Wir sind leicht eingeschränkt. Ich kann vor allen Dingen nicht sehen. Moment, Lichtschalter? Ah, cool. Ein Wackel-Elvis. Mackie Messer wäre mir lieber. Können wir den nicht mitnehmen? Warum? Nein, Radio brauchen wir nicht. Abgeschlossen. Ernsthaft jetzt? Ich habe noch nie ein Handschuhfach gesehen, in dem wirklich Handschuhe lagen. Ich habe noch nie ein Handschuhfach gesehen, was man abschließen kann. Aber gut, den Witz habe ich verstanden. Da komme ich nicht dran. Natürlich. Dort liegt ein Behälter aus Plastik. Könnte eine Lunchbox sein. Habe ich meine Sachen noch? Nee, die sind natürlich auch weg, war ja klar. Von innen sieht sie noch halbwegs heil aus. Die Tür klemmt, aber ich könnte durch die zerstörte Frontscheibe raus, wenn mich der Gurt nicht daran hindern würde. Lichtschalter, Sonnenblende? Ein Kamm und eine Parkscheibe. Emres Taschenmesser könnte ich jetzt eher gebrauchen. Okay. Naja, zumindest haben wir einen Kamm, damit wir uns auch die Haare noch machen können. Die Scheibe steht auf 5 vor 12. Das ist ja toll. Kann ich die damit irgendwas benutzen? Ich denke mal nicht, dass die so scharf ist. Ach, da ist der Sicherheitsgurt. Okay. Stielkamm. Ich krieg den nicht auf, der Mechanismus scheint kaputt zu sein. Bleibt mir wohl keine Wahl, als den Gurt irgendwie durchzuschneiden. Ja, super. Können wir den denn vielleicht benutzen? Mal schauen, ob ich das Schloss vom Handschuhfach damit knacken kann. Ich kann. Ja, wunderbar. Dann haben wir einen Zollstock, mit dem wir uns rausschneiden können. Ihr wollt mich doch veräppeln. Ein qualitativ hochwertiger Gliedermaßstab, umgangssprachlich auch Zollstock genannt. Gut, vielleicht können wir... Ja, wir können anscheinend. Oh. Hab sie. Telekinese. Emres Lunchbox. Mal sehen, ob was Brauchbares drin ist. Ja, Hauptsache Besteck wir verhungern. Butterbrot. Ah, ah, ah. Freiheit, ich komme. Okay. Was haben wir denn? Mal schauen, ob mir der Inhalt weiterhilft. Aber das Auto steht ganz schön gut auf dem Kopf, wa? Es funktioniert noch. Die Dinger sind zum Glück sehr robust. Ja. Und nun? E-Mail? Ich öffne mal das E-Mail-Programm. Die letzten Mails stammen von einem gewissen Cicero 63. Oder auch Kikaro 63, wie der gebildete Lateiner sagen würde.
Ich bin auf Ihren Beitrag im Forum gestoßen. Sie beschäftigen sich also mit Kulturen, für die der Kreis im Mittelpunkt des rituellen Lebens stand und fragen sich, warum diese Kulturen untergegangen sind. Ich kann Ihnen vielleicht die Antwort liefern, aber nicht per Mail. Ich fürchte, man überwacht mich. Warum ich mich ausgerechnet an Sie wende? Wegen Ihrer Arbeit über die Himmelsscheibe von Nebra. Gewagt und außergewöhnlich. Wir müssen unbedingt reden. Cassandra hat eine Entdeckung gemacht, die die Welt verändern wird. Das war die letzte Mail, aber Max hat unter dem Kontakt etwas abgespeichert. Cicero 63 ist gleich Michael Anderson, San Francisco, Palace of Fine Arts, Restaurator. Ein Restaurator? Was kann der Wichtiges herausbekommen haben? Und was bedeutet das mit dieser allwissenden Cassandra? Max hat außerdem einen Termin angelegt. Treffen 12.08. um 15 Uhr, Palace of Fine Arts. Okay. Die Nazca-Linien, Stonehenge, der Komplex von Kuikulko, die Himmelsscheibe von Nebra. Alles Unterlagen über untergegangene Völker. Und auf allen Bildern ist ein Kreis zu sehen. Aber was hat das mit dem Verschwinden von Max zu tun? Der 12., das ist übermorgen. Ich muss rausfinden, was Max sich vom Treffen mit diesem Restaurator versprochen hat. Wenn ich rechtzeitig in San Francisco sein will, sollte ich mich allerdings beeilen. Ich wollte doch noch was untersuchen. Mein Name ist John Smith und ich bin Ihr Kapitän auf diesem Flug. Wir lassen Istanbul gerade links hinter uns liegen und nehmen Kurs auf Amsterdam. Von dort geht es dann direkt nach San Francisco. Unsere Flugzeit wird circa 16 Stunden betragen. Meine Crew und ich wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt an Bord. 16 Stunden. Ich könnte auf der Stelle einschlafen. Aber ich muss die Zeit nutzen und schauen, was sich noch alles auf dem Notebook von Max befindet. Frühgeschichte, Antike, Mittelalter. Max hat sich mit allen Epochen beschäftigt. Seltsam. Was ist das? Der Brand der Bibliothek von Alexandria. Max hat herausbekommen, dass geheime Schriftrollen von Archimedes in den Flammen vernichtet wurden. Niemand wusste, was sich auf diesen Schriftrollen befand. Aber Max hat weitergeforscht. Er hat Tagebucheinträge eines arabischen Kaufmanns gefunden. 8. Mai 1475. Die Söhne meines Bruders haben in einem ausgetrockneten Flussbett bei Alexandria etwas gefunden. Eine Amphore, wie Gelehrte sie benutzen. Sie ist gut erhalten. An-Nasir, mein Bruder, hat es den Kindern untersagt, die Amphore zu öffnen. So mancher Gelehrte würde dafür viel Gold geben. 27. August 1475. Mein Bruder ist mit der Karawane zu einer Reise in das Land der Ungläubigen aufgebrochen. Er hat die Amphore mit sich genommen. Wir beten zu Allah, dass sie einen guten Preis erzielt. 4. Dezember 1476. Der Nil ist nun schon zweimal über seine Ufer getreten. So lange haben wir nichts mehr von unserem Bruder An-Nasir gehört. Was ist mit ihm geschehen? Seine Karawane ist längst heimgekehrt. Einer der Kaufleute hat gesagt, dass er ihn zuletzt in Florenz gesehen hat. Was ist denn jetzt los? Das kann nur ein Traum sein. Ich hatte eigentlich deinen Meister erwartet, Bursche. Wo ist er? Das muss An-Nasir sein, der arabische Händler aus den Aufzeichnungen von Max. Er ist beschäftigt, aber er versichert euch sein Interesse an der Amphore. Von leeren Worten werden meine Söhne nicht satt. Ich bin hier, um Handel zu treiben, nicht um zu reden. Wie viel ist er bereit zu zahlen? Mein Meister wird den Preis zahlen, den ihr nennt. Aber er muss die Amphore vorher sehen. Gebt sie mir. Ich werde sie ihm bringen. Das ist ganz bestimmt die Amphore, die den Brand von Alexandria unbeschadet überstanden hat und die dieser An-Nasir in Florenz verkaufen will. Gut, ich will sie dir überlassen. Dein Meister ist mir wohl bekannt. Ich habe schon viele Geschäfte mit ihm gemacht. Ich vertraue ihm. Das könnt ihr auch. Wenn ihm die Amphore gefällt, wird er euch fürstlich belohnen. Ich muss ihm folgen. Ich muss wissen, was in der Amphore ist. Wenn Max sich damit beschäftigt hat, muss etwas Wichtiges darin enthalten sein. Halt! Stehen bleiben! Was ist? Wer? Meint ihr mich? Ich sehe hier sonst niemanden. Natürlich meine ich dich, du dreckiger Halunke. Sie können mich offenbar nicht sehen. Warum? Was habe ich getan? Du bist ein Dieb. Du hast eine Amphore gestohlen. Wo ist sie? Bei Allah, meine Söhne haben sie gefunden. Weit weg von hier, in meiner Heimat. Sie gehört mir.
Ich frag dich nur noch ein einziges Mal, wo ist die Amphore? Wo hast du sie versteckt? Der Verbleib der Amphore geht euch nichts an, Ungläubiger. Lasst mich los! Wir werden dir zeigen, was uns etwas angeht. Du wirst reden. Das verspreche ich dir. Mist, der Bursche mit der Amphore. Er ist weg. An-Nazir ist meine einzige Chance. Nur er weiß, an wen er die Amphore verkauft hat. Dort sind die Stadtwachen mit dem Händler hineingegangen. Mist, von innen verriegelt. Also, fassen wir nochmal zusammen. Ich befinde mich im mittelalterlichen Florenz. Es ist Nacht, es schneit, es ist fürchterlich kalt und es ist alles nur ein Traum. Aber obwohl mich in diesem Traum anscheinend niemand sieht, kann ich leider nicht durch Wände gehen. Ich muss einen Weg da hineinfinden und herausbekommen, an wen der Händler die Amphore verkauft hat. Der Inhalt der Amphore scheint Teil des Rätsels zu sein, dem Max auf der Spur war. Wenn ich ihn wiederfinden will, muss ich wissen, was in der Amphore ist. Ja, allerdings, ihr wisst sicher schon, was ich sagen möchte. Da das jetzt ein komplett neuer Bereich ist, würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Und dann sehen wir in der nächsten Folge, ja, ob wir es denn schaffen, da reinzukommen. Ich hoffe doch sehr stark, dass wir das schaffen werden. Ich bin auf jeden Fall guter Dinge. Ich meine, ne, es ist ein Point and Click. Zur Not müssen wir halt alles, was überhaupt nicht funktioniert, miteinander kombinieren. Dann kommt man schon irgendwie weiter. Ich sag mal bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.